Das heißt, in der Pfalz gibt es nicht nur noch mehr Ochsenkarren. In dem Bus nach Berlin. Morgen früh sind die hier. Was? Die kommen hierher? Oh Gott, du Ärmster. Und das nach so einer unangenehmen Nacht auf Wiebkes Sofa. Hä? Ich schlafe doch nicht bei Wiebke auf dem Sofa. Wäre schon besser. Bei uns könnte es ziemlich laut werden. Komm, wir gehen rüber. Herr Nachbar. Guten Morgen, Herr Ex-Freund. Kommen Sie denn Sonntag zum Brandon Brunch? Na, ein Brunch in Brandon. Moment. Sagtest du, dass die letzte große Rede vor unserem RTL-Sitcom-Piloten war, wo du tagelang kein Gag mehr hinbekommen hast und das nur nicht aufgefallen ist, weil... Ja, weil es halt eine RTL-Sitcom... Wow. Das war richtig scheiße. Ganz ehrlich, das sind nur Elternsprüche. Warum nimmt... Nochmal, wow. Das ist das Dümmste, was ich gehört habe, seit ich bei einem Song von Capital Bra auf dem Pitcher. Da brauche ich keinen schlecht gelaunten Jammerlappen, Jonas. Da brauche ich den gut gelaunten Energie. Genau. Was sagen Ja, okay. Mir wäre es auch lieber, wenn das ist alles gut im Moment so, wie es ist. Verstehe ich nicht. Hm. Nicht schlimm. Was machst du denn hier eigentlich? Ich habe alle Seifenstücke im Internet verhökert. 50 Stück für je 20 Euro. Die Miete haben wir drin. What? Okay. Hol deine Zutaten, ich steig mit ein. Für so viel Geld kann meinetwegen ganz Berliner Schweineschwarte stinken. Los! Los! Was ist denn hier los? Ja, ich glaube, mit dem Poller war nicht so eine gute Idee. Woran hast du das jetzt erkannt? An dem hochroten Kopf der Frau mit den Vespa-Schlägen? Was wollen die überhaupt bei dir? Ich meine, dein Kaffee ist nicht mehr Fairtrade im Studio. Basti, das ist die Idee. Ja, jetzt, ja. Beruhigen Sie sich nur. Man nennt mir nicht umsonst die Troubleshooter-Tuke. Ah ja, dann kannst du doch jetzt in der sexgeilen Chefin mal eine vom Latz shooten. Mitgemacht, Bog Wiebke. Was soll das jetzt werden? Das könnte bald dein treuer Begleiter sein. Mein Retrofahrrad bringt dich stylisch überall hin. Also, außer über Schlaglöcher und Kopfsteinpflaster. Mann, bitte, Wiebke, es tut mir leid. Ich muss bis heute Abend Rollschuh fahren können. Ich habe keine Zeit. Ich gehe mit Faruk zum Fußball. Fußball? Du hast Fußball. Ja, aber mir ist Faruk nicht egal. Und ich habe gestern Abend sein Essen versaut. Und im Übrigen finde ich das überhaupt nicht kompliziert mit Faruk. Und ich habe auch kein Problem mit zu viel Nähe. Und was ist, wenn ich meine Kinojahreskarte oben drauf packe? Ihr habt recht, so richtig spannend ist es irgendwie nicht. Ach, Gott sei Dank. Ich dachte ja schon, nur ich wäre innerlich tot. Wenn mir nur einfallen würde, wo dieser scheiß Schlüssel ist. Was? Ich hab doch gesagt, die kommt gleich. Ich spaziere einfach mal ein Stück und suche nach Netz. Ach, scheiß drauf. Bisschen Bewegung gegen die Kälte. Ich bin eben draußen Faruk begegnet. Der sah ganz schön fertig aus. Ich fürchte, das hat sich ausgefaruckt. Oh. Was mit deinem Nachwuchs? Gibt keinen Nachwuchs. Oh. Soll ich von meiner Dreierbeziehung erzählen? Dann könnt ihr nochmal Oh sagen. Traurig? Nö, hab ich mir Zeit zum Drehbuch schreiben. Das mit den Latten? Du meintest doch sowieso, du willst lieber Kinder mit mir.